Zuschauer im zweiten Block, wie angekündigt, das sind allgemeine Fragen zur ADHS, die uns erreicht haben. Da fangen wir auch mal gleich an. Also, meine Tochter, 3 Jahre alt, zappelt, rennt und dreht sich. Sie ist immer am Machen und am Tun. Sie kommt irgendwie nie zur Ruhe. Der Verdacht besteht auf frühkindlicher Autismus. Diagnose steht allerdings noch aus. Ab welchem Alter macht es denn Sinn, auf ADHS zu testen? Also wenn das wirklich jetzt ein guter Arzt ist oder Ärztin, der wird das eine und das andere nicht ausschließen. Ja? Mhm. Macht jetzt schon Sinn, weil auch wenn wir jetzt noch keine ordentliche oder griffige Diagnose haben, wir haben dann einen Verlauf. Wenn wir dann in 1, 2 Jahren nochmal nachschauen, haben wir einen Verlauf. Dann das nächste war dann, das Kind zappelt und ist immer am Machen und kommt nicht runter. Jetzt ist die Frage, erträgt das Kind Berührungen? Das wäre für mich das Erste, was ich herausfinden würde. Wie empfindlich reagiert es auf Lärm? Kann ich das Kind mit Tiefenwahrnehmung, mit was wir das letzte Mal schon besprochen haben, mit Pizza backen, mit solchen Dingen runterholen, sprich das Kind mit Massagespielen wieder runterholen? Und wenn nicht, dann würde ich sagen, werden wir das Kind, wenn es geht, wenn es mal vorbei saust wieder, das Kind einmal schnappen, da bei den Schultern, so links, rechts, und dann einmal, nennen wir es Amelie, Amelie, wie geht's dir? Einfach fest drücken, und das kann Sekunden dauern. Und das Kind pfeift wieder weg. Ja? Okay. Oder wenn es sitzt bei mir, dass ich die Füße knete. Ja? Oder dass ich mir ganz fest angreife. Wichtig ist großflächig und nicht so auf die Schnelle, so, ja, das ist hektisch, sondern fester Druck. Ja, dann kurz mal mit dem Kind reden, das Kind dazu bringen, mich anzusehen. Und dann kann es schon wieder sausen. Das kann eine Minute dauern. Ja? Und diese Phasen dehne ich aus. Sinn dahinter ist es, dass ich dann das Kind irgendwann massieren möchte. Dadurch wird das Kind ruhiger. Dann kann das Kind also stauchen mit den Fingern, ja, oder die ganze Hand. Ja. Sinn dahinter ist dann, wenn das Kind einmal was angestellt hat, Systemsprenger, dass ich dann das Kind wieder zurückholen kann. Und damit baue ich schon auf, dass ich das, bei dem Kind, das ist Trigger, dass es irgendwann auf eine Handbewegung geht, ja, dass es auf die reagiert, ja, oder dass es darauf reagiert, wenn es kurz bei der Hand berührt, sagt, Emily, Schluss, ja, und das kann ich da schon aufbauen, oder Emily, langsam, und das baue ich so dann auf. Ob das Kind jetzt Autismus hat, ob das Kind jetzt ADHS hat, das ist nebensächlich. Wichtig ist einmal die Grundvoraussetzung, dass wir verstehen, das Kind hat zu wenig Tiefenwahrnehmung, zu wenig Selbstwahrnehmung. Das kann ich dem Kind geben. Ich kann zum Beispiel in der Badewanne ein Tüchlein auf die Beine legen, eine schwere Übung. Ja. Wenn das Kind das noch nicht erträgt, dann mit kleinen Waschlappen anfangen, dass wir vielleicht ein bisschen abruppeln, dann legen wir es auf die Zehen drauf, dann legen wir es mal auf die Schultern, dass wir irgendwann diese schwere Übungen für sie erträglich machen. Und was dann auch gut möglich ist, dass ich irgendwann dann Meditationsübungen einbaue, wenn das Kind groß ist. Dazu muss ich aber mal ein Bewusstsein schaffen für, was ist denn runterkommen? Es ist so abstrakt, keine Ahnung, was das ist. Runterkommen ist für jeden was anders. Für den einen ist runterkommen vom Computer sitzen, der andere geht laufen und der dritte sitzt dort und schaut einfach nur blöd in der Gegend herum. Und da muss ich einfach schauen, dass ich das jetzt anleite, damit ich später die ganzen klugen pädagogischen Konzepte, die wir dann besprechen, einsetzen kann. Ja, dann, du hast es ja sehr ausführlich beantwortet. Jo. Dann kommt die nächste Frage zugleich. Mein Kind macht nie etwas zu Ende. Was kann ich tun? Fängt immer alles nur an. 1000 Sachen, aber nie eins zu Ende. Okay, da kann ich Kleinigkeiten mal schauen, dass es zu Ende bringt. Ja. Dass es zum Beispiel jetzt, das ist ein bisschen abstrakt, vielleicht aber erst einmal beginnen zu helfen, den Tisch abzuräumen. Jedes Mal, wenn wir essen, trägst du den Teller ganz einfach zum Geschirrspüler. Dass ich selber mir dann bei der Hand nehme und mir mal überlege, mache ich sowas selber? Ja?
bin ich vielleicht diejenige als Mama oder Papa oder Pädagoge, die selber auch so ein bisschen hektisch ist. Kinder übernehmen oft einiges, dass man dann sagt, okay, dieser Ritus mit nach dem Essen nimmst du immer deinen Teller weg. Du räumst es dann auf selber. Wir beginnen ein Spiel, das vielleicht nur 2 Minuten dauert, irgendwas ganz Kurzes, und wir spielen das zu Ende. Das dehnen wir aus, ja. Oder wir dann ein Buch lesen und mal nur eine halbe Seite, dann die ganze Seite. Dieses Zeitgefühl, das das Kind ja noch nicht hat, und dieses Durchhaltevermögen einfach mit der Zeit ausbauen. Und eben schauen, haben wir eine Diagnose oder haben wir keine. Dann auf die sensorische Integration schauen. Und da müsste man dann wirklich einfach genau hinschauen, warum das Kind das macht. Weil ein Kind macht das nicht, weil es lustig ist. Okay. Das nächste Elternpaar ist getrennt. Die Frage war, wir sind getrennt. Das gemeinsame Kind hat ADHS. Auf was sollten wir als getrenntes Elternpaar achten? Das ist toll, wenn es da Zusammenarbeit gibt, wirklich. Das erspart viel. Dass sie die Eltern einfach darauf einigen, auf ein Konzept, was ist für beide wichtig. Darf das Kind naschen, darf es nicht naschen? Muss die Hausübung sofort gemacht werden oder nicht? Wie lange darf es Fernsehen? Das ist einfach das, was in normalen, also normal, was ist normal, in Familien, die zusammenleben, sowieso automatisch geht, dass dieselben Regeln gelten. Ja, wenn das Kind beim Papa permanent eskaliert und nur am Handy spielt, aber zu Hause dann das Handy nicht nehmen darf, ja, dann hat das Kind dann einen Punkt, wo es einhaken kann. Und darum wäre es wichtig, besprecht miteinander, was ist euch als Eltern wichtig. Mhm. Du musst halt dann diese persönliche Spannung ein bisschen zur Seite gehen und einfach nur besprechen, was wollen wir für unser Kind, was ist uns als Basis wichtig, was wollen wir dem Kind mitgeben, und das muss dann für beide wirklich durchgezogen werden. Auch von dem neuen Partner dann, der dazukommt. Ja, dass der dann noch nicht querschießt, sondern sagt, ja, das ist jetzt blöd, ich gebe dem Kind zu naschen, so viel ich will. Das geht nicht. Sondern wirklich als Eltern gemeinsam an Strang, auch wenn es örtlich getrennt ist. Okay, also klare Absprachen, Zusammenarbeit. Ja. Dann eine persönliche Frage an dich. Wie erklärst du dir die Zunahme von ADHS? Gar nicht. Weißt du warum? Ich bin jetzt 49,5 und ich habe ADHS. Mein Vater hat ADHS, der ist über 70. Nur es gab damals keine Diagnose. Wir waren einfach dumme Kinder. Wir waren Kinder, die unmöglich waren. Wir waren die Kinder, die permanent oben gesessen sind bei den Bäumen und Kirschkerne runtergespuckt haben. Habe ich wirklich? Halt mir meine Mama heute noch vor. Wir waren damals auch schon da, aber es hat niemanden interessiert. Und wir wurden damals geprügelt, vielleicht, ja, so wie ich, dass dann einmal eine Ohrfeige gegeben hat, ja, weil man widerspenstig war, die Schulbildung hat gelitten, die Ausbildung generell hat gelitten. Aber das, was die damals an uns herumprobiert haben, die Ärzte, da gab es dann auch einen Namen. Da gibt es doch das Buch mit Zappel Philipp, oder? Das ist ewig alt. Das heißt, uns lustigen ADHSler hat es schon immer gegeben. Nur, ob ich jetzt am Feld arbeite, ja, und dort Stroh dresche oder im Büro sitze, ja, was wird mir leichter fallen? Ja, ja. So viel Stroh dreschen werden wir nicht mehr. Nur, uns gab es schon vorher. Nur früher hat es halt geheißen, in die Eselsbank mit dir und du bist dumm. Und das war es dann. Was ja auch immer diskutiert wird, sind ja Zusatzstoffe, die Ernährung, ja, bei ADHS. Deswegen auch die Frage, welche Rolle spielen Zusatzstoffe wie Glutamat bei der ADHS? Gibt es da für dich einen Zusammenhang? Da tue ich mir insofern schwer. Es gibt, wenn ich recht viel Zucker zu mir nehme, ja, Cola oder irgendwelche solche Dinge, natürlich pusht es. Es pusht uns umso mehr. Mhm. Wenn ich jetzt zum Beispiel versteckte Nahrungsmittelunverträglichkeiten habe, die können auch Unruhe erzeugen, auf alle Fälle. Ja? Bestimmte Vitaminmangel können auch Unruhe erzeugen. Zum Beispiel, ich habe extra nachgeschaut am iPad, Omega-3, Omega-6, diese Fettsäuren, die sind irrsinnig wichtig, Zink und so weiter. Da gibt es einige Dinge, da kann ich substituieren, ja,
da kann ich aushelfen. Nur wenn ich ADHS habe, kann ich damit unterstützen, weil der Hirnstoffwechsel kann sich dadurch verbessern, aber das, was mir angeboren ist, ja, das bleibt trotzdem. Aber ich kann es natürlich verbessern. Und wenn ich jetzt einem Kind permanent Fertigsachen gibt vom Schachtelwirt, McDonald's, KFC und weiß der Teufel, dann wird es natürlich schlimmer werden, weil da ganz viele Dinge drinnen sind, die für unseren Organismus einfach kurzzeitig pushen und dann aber wieder dieses leere Gefühl hinterlässt. Und dann muss man wieder mehr, ja, mehr zu sich nehmen, bestimmte Inhaltsstoffe bei Süßigkeiten oder Abzuformen sind nicht ungefährlich, einfach darauf achten. Es ist jetzt nicht das Allheilmittel, aber wenn ich wirklich ein sehr aufgedrehtes Kind habe und da Schwierigkeiten habe, dann würde ich schon darauf achten, ist wichtig. Okay, klare Aussage. Dann wissen wir ja alle, Ritalin ist nicht unumstritten. Es gibt zum Beispiel die Bachblütentherapie, die da eingesetzt werden kann. Ist es aber eine sinnvolle Alternativmethode? Nützt es tatsächlich was? Das ist die nächste Frage. Ein sinnvoller Ersatz? Homöopathie gegen Ritalin. ja, lässt sich trefflich drüber streiten. Ohne dass ich da jetzt eine Grundsatzdiskussion lostreten will, die eventuell geschieht. In einem vernünftigen Einsatz ist Ritalin oder Stratera, Concerta, wurscht egal, welche Substanz, sinnvoll. Aber nie, auf keinen Fall als Allheilmittel. Was ich brauche ist, wie gesagt, ich habe selber ADHS und meine Tochter, die ist jetzt 25. Sie bekam 2 Jahre lang Medikamente, aber nur unter strenger Kontrolle. Die Nebenwirkungen sind nicht ohne. Ja, und ich bin absolut dagegen, bei einem Kind zu sagen, das ist so anstrengend, geh, probiert es einmal Ritalin. Ich weiß, dass es das gibt und das finde ich nicht in Ordnung. Aber was man schon sagen muss, manche Kinder ist es auch das hyperaktive Netzproblem, sondern eher die Konzentrationsstörung. Und wenn ich die beeinflussen kann, kann ich Therapie machen. Ohne das kann das Kind aber nicht lernen, sich zu fühlen. Homöopathie, ja, da kann ich mich nur fest in die Nesseln reinsitzen. Wenn jemand meint, er soll das machen, dann soll er bitte das tun. Ich habe selber probiert. Ich habe diese Kugelchen gegeben. Ich habe dann auch die Tropferl gegeben. Aber ich habe eigentlich dann so festgestellt, außer dass meine Geldbörse leichter wurde und mein Kind durch dieses Ritual, ich gehe jetzt zur Mama und dann bekomme ich meine Kügelchen und dieses Herrn dann umarmen und Herzen, das hat mehr gebracht als die Kügelchen. Okay. Es ist egal. Wenn es hilft, weil es als Placebo hilft, ist es wurscht. Es ist wirklich egal. Dann soll man es bitte nutzen. Aber ich weiß, dass die Fraktion gibt, Homöopathie hilft wie normale Medizin. Da möchte ich nicht diskutieren, da soll bitte jeder seine Meinung behalten und mir meine lassen. Aber wenn es hilft, ist es okay. Nur ganz ehrlich, wenn ich eine Infektion habe, dann nehme ich ja Antibiotikum und keine Kügelchen. Und wenn ich jetzt da wirklich massive Schwierigkeiten habe, eine gewisse Zeit unter Kontrolle mit Therapie, damit das Kind irgendwann die Medikamente nicht mehr braucht, ja, aber vorsichtig. Genau. The last one, du hast ja unheimliches Expertenwissen. Könntest du Fachexperten, Müttern Reportagen empfehlen oder Fachbücher, wo sie sagen, ADHS, da kann ich nachlesen oder das bringt wirklich was? Hast du da was, das dein... Das eine Buch gar nicht. Was mich sehr, sehr beeindruckt hat, war der Film Systemsprenger. Mhm. Wer irgendwie die Möglichkeit hat, diesen Film zu sehen, bitte schaut euch den an. Es gibt Fachbücher und da kann ich nicht ein bestimmtes nennen, weil jeder hat einen anderen Zugang. Mhm. Und was mir gefällt, heißt nur lange nicht, dass jemand anders sich das ausnimmt, weil ich sehe es aus der Seite des Betroffenen. Und das hat mich als Mutter, Therapeutin und auch als Betroffene beim Film so gefangen genommen. Dieses Kind spürt wirklich die Gefühle von dem ADHS-Kind, so wie es ist.
die Eltern, die Hilflosigkeit ist auch genial dargestellt und auch das Korsett, in dem wir Pädagogen sind, wo wir oft helfen wollen, aber wir können nicht, weil wir an gesetzliche Grenzen stoßen, weil wir an unsere persönlichen Grenzen stoßen und den einfach einmal ansehen und drüber mal nachdenken, dass diese AKs, diese Arschlochkinder, wo man sich oft denkt, nicht wirklich solche sind. Weil gerade in dem Film, ich will nicht zu viel spoilern, aber die Umgebung ist oft auch etwas, was eine Symptomatik von ADHS verschlimmert. Und wie gesagt, ich habe es mir misswissenschaftlich erklärt, wenn ich jetzt ein Fachbuch lese. Und darum tue ich mir da sehr schwer zu sagen, das ist jetzt voll super. Also was euch gefällt, schaut es rein, ja. Was ich empfehlen würde, irgendwas, was nicht von einer Seite beleuchtet, weil keiner hat die Lösung für ADHS, sondern einfach breit aufgestellt, dass sich jeder das ausnehmen kann, was für ihn passt. Für die Familienkonstellation vor allem. Weil das okay, ist ja also so ein Art Blumenstrauß zusammenstellen aus Tipps richtig. Und Tricks, was zu dem Kind passt auch. Richtig, ja. Weil auch wenn ich jetzt sage, wir haben zuerst die Frage von dem 3-jährigen Kind gehabt, gell? Ich habe keine Ahnung, ist die Mama alleinerziehend? Sind die Großeltern da mit im Spiel oder nicht? Wie ist die Konstellation? Wie ist in der Kita? Wie geht es dem Kind da? Das sind lauter Dinge, die wieder Störungen verursachen können. Da kann ich jetzt nur so viel Fachwissen haben, wenn ich die Hintergründe nicht habe. Genauso heißt, die Kinder sollen wenig Fernsehen, die Kinder sollen nicht computern. Jein, weil meine Tochter zum Beispiel, die ist heimgekommen und hat sich dann Pokémon angeschaut im Fernsehen. Und das, was für mich einfach eine Überlastung wäre, war für sie aber im Moment das, wo sie sich weggeträumt hat. Ich habe damals ein Buch gelesen, da habe ich mich ausgeschaltet. Sie hat die Pokémon, sie hat eine Sendung Pokémon geschaut und alles war gut. Und dann hat sie nur arbeiten können, wenn es Musik im Hintergrund gehabt hat, meistens klassische Musik. Sie hat dann bei der Königin der Nacht mitgesungen aus der Zauberflöte, es war furchtbar, aber sie war begeistert und es hat geholfen. Darum, jeder muss für sich das rausfinden, was ihm hilft, und da kommt es auch viel auf die Familie drauf an. Okay. Ja, der Stapel ist abgearbeitet zu ADHS allgemein. Vielen, vielen Dank, dass du hier so Stellung genommen hast. Ja, und ich wollte mich auch bedanken, erstmal nochmal bei dir, Karin, und natürlich an euch, ihr Zuschauer, dass ihr uns anschaut, weiterempfehlt. Und wenn auch ihr eine Frage habt an uns, an mich oder an Karin, schreibt uns, davon lebt der Kanal, für die Praxis, aus der Praxis. Wir können auch ganz gerne mal schauen wegen Lernen, gell? Ja. Welche Probleme beim Lernen und solche Dinge. Und vor allem, wann jetzt jemand noch Fragen hat mit Medikamente, Homöopathie und so weiter. Die Katja gibt mir ja die Sachen weiter. Und ich werde die dann gern beantworten. Gerne. Schreibt mich auf dem Messenger an oder auch meine E-Mail-Adresse katjaefinger@gmx.de. Wir freuen uns auf eure Fragen und wir sagen dann bis zum nächsten Mal mit dem nächsten Tschüss. Thema. Ciao.